Aufnahme läuft wieder. Ja, das tut sich sehr gut. Ja. Was haben wir gleich mal bitte da oben? Wir haben die Raketen. Abgebrochen. 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 Schießt auf alles, was sich bewegt. So, nächstes Ziel wäre dann, diese vier Leute auch hier zu holen. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Einheit verloren. Unterstützung. Oh, ich hätte jetzt ganz gerne diesen konzentrierten Partikelstrahl, wenn es geht. Einfach, wenn es geht. Ihr kommt mal hoch. Arbeiten wir zusammen. Ich kann helfen. Die Bruderschaft vertraut. Oh, da oben kommen schon wieder welche. Das ist nämlich das Problem so. Wenn ich hier oben die Ingenieure, die Saboteure hier hochschicke, das wird ein bisschen risky. Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. So, noch was zu dieser Map. Diese Map ist mir sehr gut bekannt aus dem Hauptspiel. Da sind wir mit Nordhüben gestanden und mussten da was klauen. Und dann kamen die Aliens. Ha, die haben den Partikelstrahl. Sehr gut. Ihr seht, der macht deutlich mehr Schaden. So, ihr vier, ihr holt mir jetzt mal die Leute da oben. Und ja noch so. Die Bären im Kernraketen, vielleicht. Aber erstmal schreien der Geheimnisse. Wir können sogar Flammenpanzer bei einem Mantis. Gut, die Mantis haben wir ja jetzt auch. Ha. Vertrauen Sie mir. Was gibt es? Mehr Gebäude. Machen wir uns an die Arbeit. Ihr wollt jetzt mal die Leute rein, ja? Was brauchen Sie? Alle Systeme online. Und ich würde euch mal nach hier oben schicken. Und dann hier oben vielleicht sogar noch was bauen. Dass ihr euch da oben reparieren könnt. Was gibt's hier eigentlich für Upgrades? Okay, reinigende Flammen. Ah, okay. Für unsere Leute war bestimmt Leute ganz nett. Sucht eine gute Position. Hierher. Systeme aktivieren. So, kann ich irgendwas. Ich glaube, ich habe gerade die Geschichten hier gemacht. Feindliche Einheiten in Sicht. Kam auch lange nicht mal mit Orcas, stell ich fest. Und du kommst hier oben hin. Und da werden jetzt die Leute auch hier oben repariert. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Reparatur läuft. Na, Leute hätten wir dann, glaube ich, nur noch zwei Stück, oder? Ne, drei. Aber das müssen wir dann noch vorbereiten. Also das da unten. Flammenpanzer bereit. Alle Systeme online. Wir haben sogar einen Läuterer für Elite-Status bekommen. Sehr schön. Feindliche Einheiten in Sicht. Und ich würde mal ein paar Silos bauen. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Ah, vielleicht wären die Bärenkernraketen doch nicht so schlecht. Ungeeigneter Bauplatz. Ich glaube, ich erforsche die auch. Einfach um die Orcas ein bisschen effektiver abzuwehren. Machen wir unseren Job. Im schwarzen Jünger wollen wir die Jungs ja noch mit Flammenwaffe ausrüsten. Ich weiß ja nicht. Systeme aktiviert. So, ihr kommt bei hier runter. Wir holen uns jetzt die Leute ab. Einheiten in Sicht. Aktive Leute auf. Kampfsysteme abgeschlossen. Und ich hätte hier ganz gerne mal noch einen Shredder tun. So, ich brauche drei Ingenieure, drei Saboteure. Bau unterbrochen, abgebrochen. Einheit wird angegriffen. Die Bruderschaft vertraut. Es wird Asche regnen. Die Bruderschaft vertraut mir. Ja, ansonsten, Tiberium gibt es ja auch ohne Ende, ne? Die Bruderschaft vertraut mir. Feindliche Einheit in Sicht. Ja, da kommen ein paar Einheiten. Bei denen. Oh, das sollte ja eine für sich kein Problem sein. Upgrade abgeschlossen. Was gibt es? So, ihr geht euch mal die Leute da holen. Arbeiten wir zusammen. Ansonsten würde ich sagen. Bereit für den Feuersturm. Silos benötigt. Einheit wird angegriffen. Ich glaube, ich baue noch ein paar Mantis. Ziel erreicht. Ausbildung. Läuterer bereit. Geheimdienstdaten aktualisiert. Guck mal hoch. Meine lieben Läuterer.
ihr werdet jetzt erstmal repariert und dann geht der Sturm auf die GDI los. Und ich habe meinen R2D2. Ach, die meint, die sind ganz cool eigentlich. Das sind halt das echt nicht äquivalent zu den Schleudern. Aber wisst ihr was? Ich mache glaube ich die ganzen anderen Upgrades ja noch. Auch wenn ich diese EMP-Spiele wahrscheinlich nicht nutzen werde, aber ja, gut. Was sagt ihr? Ach komm, Jungs, wir rücken vor. Läuterer bereit. Raid abgeschlossen. Die meinst du, sind wir so ein bisschen verrückt? Die kann man auch wunderbar als Speer benutzen, weil die halt eben so auch schnell sind. Aber wie gesagt, die sind ja unser bloß die Orcas vom Eis halten. Die vier Stück. Da ist ein Sammler von denen. Probiere, da war ein Sammler. Ich marschiere voran. Oh, da kommt ein Wolverines. Ich bin bereit. Macht sie weg. Ach, aggressiv. Und jetzt sind wir durch. Und ja, wir haben jetzt blaue Flammen. Habe verstanden. Hier sind wir mal die 2. Und hier oben sind wir mal die Gruppe 1. Läuterer bereit. Feindliche Einheiten in Sicht. Und wir werden uns erstmal die GDI verkämpfen, also erstmal die Das sind nochmal Sperrentürme. Das könnte man noch einnehmen. Macht sie weg. Wir holen uns jetzt erstmal die Sekundärbasis von denen. Was bist du eigentlich? Ein Forschungslabor, okay. Bereit. Ich hätte nie gedacht, dass wir das so überleben. Gerade nach diesem Orca-Angriff am Anfang. Nach diesem großen. Brennt alles nieder, Jungs. Wird einfach durchmarschiert. So löscht man die GDI-Basis aus. Das machen wir mal nach. Gehen wir mal nach hier unten weiter. Wir wollen ja die Energie für den ein bisschen anzapfen. Oh Jungs, macht die Kraftwerke weg. Wir sind ein umweltbewusstes Volk. Wir sollen mal ein bisschen mehr auf so coole Energie setzen, nicht so auf so Kohlekraftwerke. So, dann geht es jetzt. Ja, in die Hauptbasis würde ich meinen, ne? Zielvektor. Feindliche Basis in Sicht. Jungs. Hier wird jetzt einfach. Ziel bestimmt. Unterstützpunkt. Hier kamen die ganzen Orcas. Wollen wir den Weg frei. Aber naja, gut. Was will man machen? Jetzt kommen sie zumindest nicht mehr. Wollen wir den Weg frei. Alles kaputt machen, Jungs. Lass die komplette Basis ausräuchern. Das machen wir dann zum Schluss. Die dürfen halt eben nicht dazu kommen, noch irgendwas auszubilden. Ich meine, wenn wir es machen, dann schon richtig. So, jetzt ist eigentlich bloß noch den ganzen Rest wegmachen. Hat man angegriffen? Ey, was soll denn das da? Euch geht's mir zu gut. Da oben ist noch ein Titan. Okay. Oh, die haben es kaputt gemacht. Na gut, kann ja mal vorkommen. Hallo Kane.
gibt keine Hinweise auf Sabotage oder einen Anschlag. Nein, nein, Sir, es gibt keinerlei Hinweise auf Nord. Hören Sie, mir wurde gesagt, es war ein Unfall verursacht. Unsere kleine Demonstration hat die Bestie geweckt. Es erheben sich die Menschen überall auf dem Planeten gegen die Tyrannei der GDI. Die Vorgänge sind in Bewegung, doch unsere Zeit ist noch nicht gekommen. Wir müssen bauen. Wir müssen uns vorbereiten. Und du, mein Kind, du musst den nächsten Schritt deiner Entwicklung gehen. Selbst Kabal wird verblassen neben dir. Vorerst allerdings ist es Zeit zu schlafen. Zu schlafen. Und vielleicht zu träumen. Oh ja, schlafen und träumen, das klingt ganz gut eigentlich. Ja, Mission abgeschlossen. Auch wenn ich ehrlich gesagt gedacht habe, am Anfang, das wird draufgehen. Ja, Hauptziele alle abgeschlossen. Nebenziele alle abgeschlossen. Dann die Geheimdiensteinträge abgeschlossen. Und ja, einmal speichern bitte. Und dann würde ich sagen, bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und beim nächsten Mal geht es dann mit Schlüssel des Königreichs weiter. Das war, glaube ich, so eine Vorbereitungsmission auf diese Philadelphia-Geschichte, die es da im Hauptspiel gab. Gut, aber ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.